Pike, Hacke, Pike, Hacke, Pike, Hacke, Schuss vor Tor. Spieler, Trainer und natürlich auch die mitgereisten Eltern und Fans recht herzlich hier in der Ludwigsfelder Stadtsporthalle zum heutigen Futsal Cup 2015, der Vorrunde der C-Junioren, recht herzlich. Wir wollen gleich die Mannschaften vorstellen, aber bevor wir zur Vorstellung der Mannschaften und zu den Regeln kommen, kurz noch zu den Regeln allgemein hier in der Halle. Der Verzehr von Speisen und Getränken hier in der Halle ist nicht erlaubt. Also wir bitten Sie, alles Mitgebrachte und vorne käuflich Erworbene draußen in den Kabinen oder im Vorraum einzunehmen, aber nicht hier in der Halle, also nicht auf den Tribünen oder hier in der Halle. Also wirklich draußen essen und trinken. So, dann zur Vorstellung der Mannschaften, die hier in der Ludwigsfelder Stadtsporthalle spielen. Das ist die Mannschaft aus der Uckermark, die Mannschaft vom FC Schwedt, die Mannschaft aus dem Fußballkreis Oberhavel-Barnim, die Mannschaft vom TuS Sachsenhausen und dann die Vertreter aus der Brandenburg-Liga, der SV Babelsberg 03, die Mannschaft vom RSV Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf, die Mannschaft vom Werderaner FC Viktoria und die Mannschaft vom FSV Lok Eberswalde. So, dann auch nochmal kurz zu den Regeln. Wir haben es gerade mit den Trainern schon kurz durchgesprochen, aber auch, dass die Eltern hier ein kurzes Verständnis haben vom Hallenfußball, ein wenig abgewiegelt, also auf beiden Seiten mit aus. Der Ball wird eingekickt. Einkicken heißt also quasi ähnlich wie ein Schießen. Höhe ist egal, also man kann ihn auch als Flanke ins Spiel bringen. Für den Torwart wichtig, durchzogene Linie ist der Torwartraum und der Torwart darf den Ball im Prinzip nur durch ein Werfen im Prinzip ins Spiel bringen, also nicht der Abschuss vom Boden. Ansonsten, ähnlich wie draußen, Freistöße gibt es direkt und indirekte, werden vom Schiedsrichter angezeigt. Durch Handheben ist indirekt, lässt er die Hand unten, gibt es direkte Freistöße. Wechseln dort drüben auf dem Becken, dort sitzen die Wechselspieler und die Trainer und jeweils die Wechselzone, die schwarz markierten, abgeklebten Striche. Dann Strafen, wollen wir nicht hoffen, aber auch wie draußen, es gibt keine 2 Minuten Zeitstrafe in diesem Sinne, sondern die gelbe und die gelb-rote Karte wie draußen, also hat ein Spieler eine gelbe Karte und würde danach ein verwarnungswürdiges Foul machen, bekommt er die gelb-rote Karte, würde für dieses Spiel und das darauffolgende Spiel gesperrt sein. Die Mannschaft müsste 2 Minuten in Unterzahl spielen, beziehungsweise so lange, bis die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat. Dann kann die Mannschaft auch wieder aufgefüllt werden. Und wir haben hier die kumulierten Foulspiels. Nach 3, also die direkten Freistöße werden mitgezählt und nach dem 3. direkten Foulspiel würde die gegnerische Mannschaft einen 10 Meter Freistoß bei jedem weiteren Vergehen dann erhalten. So viel zu den Regeln. Wir wollen natürlich noch die Schiedsrichter begrüßen bzw. vorstellen. Der Alexander Kühling, der Patrick Danke und der Andy Schmidt. Wir haben eine Spielzeit von 1x12 Minuten. Erstgenannte Mannschaft spielt jeweils von links nach rechts und hat Anstoß. Dann wünschen wir allen Mannschaften viel Spaß, viel Erfolg.
Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Endrunde in Cottbus und wir würden das Turnier starten mit dem ersten Spiel FC Schwedt gegen Werderaner FC Viktoria. Thank you.
nächste Spiel bereiten sich bitte vor. Der RSV Eintracht und der erste FC, nee, nicht der erste FC, sondern der FC spielt 0-2. Bringt den SV Babelsberg mit 1-0 in Führung. Jetzt sind wir jetzt schon, wo Herr Heinke Bayer da drin ist. Wenn der Typ da rumrennt, dann. Na gut, aber der ist irgendwie verpasst. Nimm ich mal. Ohne Brille sind ja nicht leicht, die Antwort zu finden. So.
Tag.
unbedingt. Auf 2:0 für Babelsberg. Im nächsten Spiel duellieren sich dann die Mannschaften vom TuS Sachsenhausen und vom FSV Lok Eberswalde. Thank you.
keiner am Ball, Schiri. Hallo, es ist keiner am Ball. Oh Mann, kriegen wir eine Regel nicht hin, oder was? Na, welche Regel pfeift ihr denn hier? Ey, Junge, oh, lieber FLB. Kollege, was nun? Jetzt setzt du nicht oder was? Na, müsst ihr euch mal einig werden. Seht ihr schon? Der hat ja die Beine nicht. Komisch, oder? Ach, der wird nicht mal erzählt. Wenn der Ball liegt, dann fang an zu zählen. Jetzt, was da los ist, zähle. Los, los, los!
andersrum. Hey, jetzt mach die Dinge klar. Sehen wir dann die Vertretung vom RSV Eintracht und von TuS Sachsenhausen. Hat der FC Schwedt die kumulierte Mannschaftsfoulgrenze erreicht. Jedes weitere kumulierte Foulspiel wird mit einem 10 Meter bestraft. Thank you.
Also, als ich bin der Ja, das ist ja,
Das nächste Spiel bestreiten dann der Werderaner FC Victoria und der RSV Eintracht Teltow-Kaimachnow-Stahnsdorf. Einlaufen, Bewegung!
Links, ab. Mach. In der Rufka, komm. Thank you.
Der Torwart muss erzählen, Mensch. Wir bedanken uns natürlich erstmal recht herzlich hier bei den Zuschauern und Fans in der Ludwigsfelder Stadtsporthalle für die Unterstützung von den Rängen. Dann wollen wir uns, bevor wir hier die Auswertung des Turniers machen, bei den Schiedsrichtern des heutigen Turniers bedanken. Vielen Dank. Beim Alexander Kühling, beim Patrick Franke und beim Andy Stolz. Und
bevor wir hier zu den Platzierungen kommen, wollen wir noch den besten Torwart und die besten Spieler des Turniers hier auszeichnen. Die wurden jeweils gewählt durch die Trainer der einzelnen Mannschaften. Wir beginnen mit dem besten Torwart des Turniers und das wurde der Torwart vom Werderaner FC Viktoria, Adrian Sommerfeld. Besten Spielern des Turniers. Es wurden drei beste Spieler gewählt, wurden unter anderem gewählt der Spieler vom RSV Eintracht Teltow-Klein-Machnow-Stahnsdorf, Tim Beurich. Dann der Spieler vom FSV Lok Eberswalde, Moritz Fedder. Und vom FC Späth 02 Nico Hanse. Dann kommen wir zu den Platzierungen hier in der Staffel 2 der C-Junioren. Und wir beginnen mit dem sechsten Platz und den belegte die Mannschaft von TuS Sachsenhausen. Den fünften Platz erreichte die Mannschaft vom Werderaner FC Viktoria. Vierter wurde die Mannschaft von FSV Lok Eberswalde. Den dritten Platz die Mannschaft von SV Babelsberg 03. Den zweiten Platz hier in der Vorrunde der Staffel 2 und damit qualifiziert für die Endrunde die Mannschaft von FC Schwedt 02. Und den ersten Platz in der heutigen Vorrunde und damit ebenfalls qualifiziert für die Endrunde am 25.01. in Cottbus die Mannschaft von RSV Eintracht Teltow-Klein-Machnow-Stahnsdorf. Dann wünschen wir natürlich den beiden qualifizierten Mannschaften RSV Eintracht Teltow-Klein-Machnow-Stahnsdorf und der Mannschaft von FC Schwedt 02 viel Erfolg bei der Endrunde in Cottbus. Den anderen Mannschaften viel Erfolg in der laufenden Saison. Allen einen guten Nachhauseweg und wir bitten die beiden Siegermannschaften noch kurz zum Fototermin dort rechts zum Tor.